So ihr Lieben, es gibt tatsächlich schon jetzt erste Neuigkeiten, erste Leaks zur zweiten Staffel von Jurassic World Chaos Theory. Das heißt, ja, in diesem Video jetzt hier wird es zu Spoilern kommen, das definitiv. Und diese Spoiler geben uns zum einen Dinosaurier mit an die Hand, den ihr alle gerne einmal länger sehen wolltet, der scheinbar jetzt eine größere Rolle bekommen wird. Und wir bekommen erste Plot-Details hingeschmissen, welche uns auf ein neues Setting vorbereitet. So viel will ich einfach nur mal ganz kurz vorwegnehmen. Wie gesagt, nach dem Intro wird es zu Spoilern kommen, was Staffel 2 von Jurassic World Chaos Theory angeht. In diesem Sinne fangen wir an. Viel Spaß. Ja, wie üblich sind es die Actionfiguren, die uns das ein oder andere Detail von vornherein geleakt haben. So auch in diesem Fall, denn Mattel hat ein neues Spielzeugset angekündigt und uns dann auch gleich präsentiert, wie das denn aussehen wird. Und jetzt werdet ihr euch fragen, Tobi, okay, was ist in diesem Spielzeugset zu sehen und was verrät uns das Ganze denn? Ebenfalls werdet ihr euch fragen, warum hast du eigentlich so glasige Augen? Ich sehe es gerade nur in der Kamera. Das liegt einfach daran, dass ich ultra erkältet bin und nicht daran, dass ich ein Klon von Dr. Henry Wu bin. Das ist ganz wichtig. Ja. Ja, der echte Tobi hat ein schwarzes Mikrofon. Ja, das merken die schon nicht. Alles klar, bis gleich, Klonschatz. Neben den Spielzeugsets haben wir nämlich ebenfalls eine offizielle Beschreibung von Mattel dazugelegt bekommen, die uns, naja, eben erklärt, in welchem Setting dieses Spielzeugset in Staffel 2 spielen wird. Gehen wir also erstmal ganz kurz auf das Set an sich ein. Wir sehen hier einmal einen Ben, der einen Koffer mit scheinbar Dino-Eiern in der Hand hat und der läuft zusammen mit einem Gallimimus vor einem Suchomimus weg. Ob das jetzt exakt derselbe Suchomimus ist wie der aus Staffel 1, den wir ganz am Ende für 5 Sekunden gesehen haben auf den Docks, das kann ich euch jetzt hier auch nicht genau sagen. Ich glaube aber, mich nicht daran erinnern zu können, komischer Satzaufbau, ich meine mich nicht daran erinnern zu können, dass der Suchomimus am Ende auf dieses Schiff verladen wurde, mit welchem unsere Helden dann ja in See gestochen sind. Tatsächlich soll es aber eine größere Szene mit diesem Tier geben, welches Ben verfolgt, möglicherweise sogar eine ganze Episode. Ebenfalls verrät uns das Schreiben, wo es denn wohl hinzugehen scheint. Und wir haben uns ja drüber unterhalten, geht's jetzt nach Europa? Das hätte irgendwie Sinn ergeben, da Ben ja auch von seiner Freundin gesprochen hat. Und ich habe ja erst Maisie verdächtigt, die viel zu jung sein müsste, um mit Ben eine Beziehung einzugehen. Und ihr habt mir immer wieder geschrieben, Tobi, Maisie kann es aber auch so nicht sein, weil die lebt ja in Amerika und Ben hat ja ganz klar gesagt, dass seine Freundin irgendwo in Europa lebt. Das heißt, es hätte Sinn gemacht, dass die Reise jetzt mit diesem Schiff Richtung Europa geht. Allerdings dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Unsere Helden sind jetzt dabei, den gesamten Schwarzmarkt mit Dinosauriern aufzumischen. Und Staffel 2 soll ja laut einigen Gerüchten dann auch wirklich das Ende der in Jurassic World Chaos Theory begonnenen Geschichte werden. Das heißt, dieser ganze Bandenkrieg rund mit DPWs und Pfeifen, Raptoren Lady und auch Brooklyn, dieses gesamte Komplottkonstrukt, soll in dieser zweiten Staffel jetzt angeblich beendet werden. Das heißt, unter anderem müsste auch der Schwarzmarkt hier ein zentraler Punkt sein, den wir anzusteuern haben. Und der Text lässt uns einigermaßen erahnen, wo denn jetzt wohl der nächste Schwarzmarkt sein könnte. Nämlich wird hier von Mattel beschrieben, dass sich dieses Spielzeugset auf eine Szene beruft, die in Staffel 2 in Westafrika stattfindet. Ja, tatsächlich scheinen unsere Helden früher oder später einmal nach Westafrika zu gelangen. Was das bedeutet und was ich schätze, wann das Ganze passiert, das erfahrt ihr jetzt gleich noch, denn ich habe mir natürlich auch die Mühe gemacht und mal nachrecherchiert, was denn der Dino-Tracker so über Westafrika verrät. Dazu kommen wir aber gleich zu sprechen. Was für euch vorher noch wichtig ist, ist vielleicht der Kanal von Prehistoric Zone. Den habe ich euch mal da oben verlinkt. Der liebe Mirko ist nämlich ein leidenschaftlicher Jurassic Park und Jurassic World Sammelfiguren-Sammler und der wird euch auf seinem Kanal einiges mehr noch über diese Mattel-Actionfiguren hier erzählen, als ich es jetzt eben in diesem Video gemacht habe, weil das eher Mirkos Gebiet ist. Das heißt, wenn ihr mehr über diese Actionfiguren erfahren wollt und auch einfach mal eine Expertenmeinung hören möchtet, dann schaut bei Prehistoric Zone dabei. Wie gesagt, der Kanal ist da oben verlinkt. Draufklicken und am besten noch abonnieren. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, da Mirko und ich in Zukunft einige Projekte zusammen machen werden. Die Reise scheint also in Staffel 2 jetzt nicht nach Europa zu gehen, zumindest vorerst noch nicht, sondern zuallererst nach Afrika. Und ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und habe den Dino-Tracker aufgeschlagen, um einfach mal zu schauen, was finden wir denn jetzt hier in Westafrika? Und die Antwort ist gewesen, das hier. Also,
nahezu nichts. Ich muss dazu sagen, ja, ich bin jetzt auch hier noch nicht genau in Westafrika, das ist jetzt mehr so der Fokus auf Gesamtafrika und da haben wir lediglich zwei Punkte gehabt. Einer davon zeigt uns einen Brachiosaurus, der da wohl irgendwie langläuft und der andere zeigt uns einen Stigimoloch, der gegen irgendein Tier kämpft. Ich habe es hier nicht genau erkennen können, aber ich hoffe, dass Stigimoloch hier verliert. Dann habe ich mir gedacht, okay, Moment, du bist jetzt aber gar nicht zentral in Westafrika. Wir switchen jetzt nochmal rüber nach Westafrika und gucken, was wir jetzt hier finden können. Denn meine Theorie ist zuerst gewesen, es wurde ja von geheimen Unterwasserlabors von Mentacorp berichtet. Deswegen dachte ich mir, dass wir hier vielleicht erste Details dazu finden könnten. Und ich bleibe auch dabei, ja, diese Unterwasserlabors könnten tatsächlich in Staffel 2 noch eine wichtige Rolle spielen. Allerdings sind sie auf dem Dino-Tracker ebenfalls nicht zu finden. Nein, tatsächlich sehen wir jetzt hier in Westafrika lediglich zwei Punkte, welche Vorfälle mit dem Pteranodon bzw. Sichtungen mit Pteranodon behandeln. Was mir dann jedoch noch aufgefallen ist, ist der Punkt oben drüber, ein bisschen weiter rechts zur Seite, nämlich der Punkt Malta. Und ich weiß, im Spielzeug selber wird ganz klar von Westafrika geschrieben. Allerdings befindet sich im Norden Afrikas genau der Schwarzmarkt, den wir aus Jurassic World Dominion kennen. Der Schwarzmarkt, von dem hier ausgegangen wird, dass er der größte, der zentralste Schwarzmarkt ist. Sämtliche Aktionen sich über den Globus erstrecken wie ein gewaltiger Oktopus. Hier werden ebenfalls Dinosaurier über das Darknet verkauft. Das scheint ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt zu sein. Ebenfalls könnte man dann hier mit der Serie noch einmal auf Jurassic World Dominion selbst eingehen. Was scheint hier also zu passieren? Naja, das Spielzeug scheint uns vorwegzunehmen, dass unsere Helden zu Beginn von Staffel 2 möglicherweise einen Ankerplatz im Westen Afrikas finden. Warum auch immer sie nicht genau bis zum Norden durchfahren. Vielleicht, weil das auch hier ein bisschen schwer wäre, da durchzukommen. Es wird schon irgendeinen Grund geben. Meine Vermutung ist aber, dass sie nicht im Westen Afrikas bleiben werden, sondern sich eben durchschlagen bis hin zum Schwarzmarkt. Die ganze Nummer könnte also ein bis zwei, vielleicht sogar drei Episoden beinhalten, in welcher unsere Helden eben versuchen, vom Westen Afrikas bis hin in den Norden zu kommen. Ich meine, Malta ist ja auch eine Insel, das heißt, sie müssen dann sowieso wieder überschiffen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass uns die Reise zu diesem Schwarzmarkt bringen wird. Sollten die hier angegebenen Daten jedoch stimmen, dann kann ich mir ganz gut vorstellen, dass wir eben jetzt hier erstmal im Westen Afrikas anlegen müssen und vielleicht dann auf jemanden wie Barry treffen oder ähnliches. Ich meine, müsste Malta nicht inzwischen auch irgendwie von der Regierung, naja, ich will nicht sagen platt gemacht worden sein, aber der Schwarzmarkt müsste doch komplett aufgeflogen sein, nach dem, was in Jurassic World Dominion passiert ist. Es wird also nochmal sehr interessant, wenn wir wirklich genau zu diesem Setting zurückkehren sollten. Denn mich würde ebenfalls interessieren, wie die ganze Nummer ausgegangen ist nach den Ereignissen von Jurassic World Dominion. Und jetzt kommen wir zu meiner ultimativen Theorie. Warum soll es unsere Helden auf irgendeine Art und Weise auf den Schwarzmarkt nach Malta verschlagen? Naja, der Grund hierfür könnte sein, dass das irgendwas mit der Raptoren-Lady zu tun hat. Denn wie wir wissen, hat die ja drei von vier Atrociraptoren bei sich. Der Atrociraptor Red ist der einzige von allen, der noch fehlt. Und wo hat sich Red am Ende von Jurassic World Dominion beziehungsweise am Ende von dem Malta-Konflikt befunden? Ganz genau, auf Malta. Denn der wurde von Barry und von Owen eingesperrt. Möglicherweise befindet sich Red noch immer auf der Insel und die Raptoren-Lady möchte ihn abholen und unsere Helden wollen das auf irgendeine Art und Weise verhindern. Das könnte tatsächlich einen bestimmten Teil der Story der zweiten Staffel ausmachen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, was wir da jetzt geboten bekommen und würde einfach sagen, ihr schreibt mir jetzt mal eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Habt ihr eine Idee, was das bedeuten kann? Habt ihr vielleicht mehr Infos als ich? Habe ich irgendwas übersehen? Befindet sich doch ein zentraler Punkt in Westafrika, den ich einfach nicht auf dem Schirm hatte? Oder könnt ihr meiner Argumentation folgen und glaubt auch, ja, ja, was auch immer da abgeht, es beginnt nur im Westen Afrika und dann geht das Abenteuer aber Richtung Malta und dort werden wir dann erfahren, was aus dem Schwarzmarkt passiert ist. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.